Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zu Ace Combat 7. Ja, beim letzten Part haben wir uns ja die erste Mission angeguckt von den DLCs. Jetzt geht es um die zweite Mission und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. David, I've built a model of Captain Torres and Three Strikes. Based on your hypothesis and mission parameters from the past, I ran a precision combat simulation. But it failed. Bummer. Why didn't it work? Reasons in sensuous order are... 1. Your hypothesis is trash. 2. The parameters you gave me are trash. Did I do something to tick you off? 3. Captain Torres is a singularity. So the values diverge. But what about this one? 4. Three strikes is a singularity. That's outside the confidence interval. The possibility that it's 1, 2, or 3 is 99%. What? Significance is high. Try this. This is Three Strikes data before he's assigned to the LRSSG. So, Daten über mich. So sieht's aus. The Erusian military is gathering its remaining naval forces at Anchorhead Bay. Apparently, they're even bringing in ships from the Mothball fleet. This is probably to reinforce their naval power in preparation for the showdown in Farbanti. We've received intel that the Alicorn will also be joining them. From which source, Brigadier General? There's a possibility the Alicorn's former crew have been tasked with sabotage. Your job is to analyze the enemy's weaponry. From now on, speak only when authorized. I don't hear a response. May I be authorized to speak first, sir? When we're done, I'll be talking to your superiors. Here's your mission. LRSSG is to raid Anchorhead. Carry out airstrikes on Anchor Bay to the north and Dokyuk Bay to the south, inflicting all possible damage. If we can strip the port of its naval functions, we can also prevent the submarine from joining forces. The area around Anchorhead is Erusian territory. To delay hostile detection, you will sortie in small numbers and make your way in at super low altitudes. Small sortie. Who's going? Count, Lanza, Hujin, and Trigger. 4 aircraft from Strider Squadron will be deployed. Well, all right, I got this. To cover our lack of numbers, we're giving you plenty of opportunities to resupply. Look here. We've set up multiple return lines. Make full use of them to resupply and change armaments. Also note that the enemy will not be able to mount a defense immediately after detecting it. Use this window to destroy high-threat targets. That should make things much easier for you. It should also raise the survival rate. Survival, huh? The element of surprise and resupplying are the key. Beyond that, I just need a couple of pilots who will stick to my orders. We don't need an ace to succeed. Got anything to say? Good. Brigadier General. That is all. David, go on. Let me share the career of Mateus Torres, captain of the submarine Alicorn. Does anyone know how his people hailed him? A bit unfair to provide us with next to no hints, don't you think? Fair enough. The hero of Cumberth Harbor is the answer. He was a captain of the battleship Tanagere at the time of the Continental War. It led Aegir Fleet, the Invincible Armada. But when the fleet was destroyed at Cumberth Harbor, so was his ship. Yet, he's the hero? He was able to bring most of his crew home with accurate damage control and precise evacuation orders. Then, there's the accident with the Alicorn. Many believe that if they stay with him, they'll live. Transfer from surface to underwater is unusual. However, considering his skill and reputation, along with the fact that the Alicorn is no ordinary submarine, it all makes sense. It'll be a difficult mission to carry out with 4 aircraft. Still,
I'd like to add one more to the mission conditions. What, you want to make it even harder? I want 100% survival rate for the sword. Any other number and the mission will be considered a failure. Gut, zu den Details gehe ich dann nachher nochmal ein. Wir starten die Mission und ich habe mir einfach mal gedacht, wir nehmen mal die SU-47 mit. Die SU-47 hat Superbomben mit großer Explosionsradius. Teile habe ich mir gedacht, dass natürlich an Waffen würde ich gerne die, wie viele Bomben haben wir denn? 30, okay. Erhöht die Explosionsreichweite, verringert die Nachladezeit, das Ladelimit. Das würde ich gerne mitnehmen. Und dann würde ich für die mehr Standard-Raketen und Nachladezeit. Gut. Ja, es ist bei solchen Missionen immer vom Vorteil, wenn man genug Munition mitnimmt. Wir müssen nämlich eine bestimmte Punktzahl erreichen, um die Mission zu füllen. Und dies ist der Standard-Skin. Das ist der des Feindes. Sieht auch sehr geil aus. Ja, und die anderen sind ja wie immer keine Unterschiede. Nur am Heck. Hier haben wir die drei Streifen und hier haben wir wirklich das richtige Drei-Streifen-Symbol. Dann würde ich sagen, take off. Strider Squadron, proceed to runway. Sortie ASAP. Gut, wir dürfen allerdings auch wieder eine Menge Schiffe zerstören. Das mag ich ja am liebsten. Diesmal allerdings mit Bomben. Ich glaube, beim letzten Mal war das mit Raketen. Ich bin mir da aber nicht sicher gerade. I can almost touch the water. Altitude restriction lift. Oh, sehr mobil. Eieieiei. Pick whatever dish you like before the host mounts a resistance. Luko, I'll eat their hearts out. Sorry, Trigger, but the juicy targets are all mine. Emergency! Four bogeys! ETA 2 minutes! Over here! I want it! Nice, Trigger! There's no enemy movement yet. Gobble up all high-value targets. Forget about your manners. Jetzt geht doch schon der Alarm los. Das ist wie bei Pearl Harbor. Had to stay behind last time. This is gonna be a walk in the park. It's a good warm-up to get back in the game. So jetzt nicht der gewünschte Effekt. Keep on dining. So don't pay for it. Righto! Begin firing now! They take the orange one. Now's our chance. Now time for a counter-strike! Ach. Die dritte ging leider daneben. Those early online ships are paid. If only we had anti-ship missiles by the truckload. Aber das macht nichts, wir haben ja genug mit. Und tschüss. Und tschüss. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Kreuzer ein oder zwei Bomben braucht. Ich versuch's mal mit einer. Ah, zwei brauchen wir. Das Gute an diesen einfachen, ungelenken Bomben ist, die können nicht abgewehrt werden. Denn Raketen können nämlich oft in der Luft abgeschossen werden. Das Ding fährt hier immer noch.
Um nochmal auf die Details einzugehen, wegen dem Kapitän Torres. Der war ja in diesem Combat Harbor stationiert auf dem Schlachtschiff Tanager, das zerstört wurde, und das Schlachtschiff wurde übrigens zerstört von Mobius One, und Mobius One spielt man in Ace Combat 4. Also auch hier wieder eine Parallele zu Ace Combat 4. Von der es ja hier in Ace Combat 7 sehr viele gibt. Schade. Nein. Der war nicht richtig anvisiert. Komm schon. Meine Raketen wurden mal wieder in der Luft abgeschossen. Da wurde mir das Ziel weggenommen. Okay. Immer werden meine Raketen abgeschossen. Was für ein Aufwand, jedes Mal das Ding zu zerstören. Oh, feindliche Verstärkung. Der hat richtig schön zwei Raketen von vorne gefressen. Okay, da jetzt wieder getroffen wurde, hat er eben wohl doch nur eine Rakete gefressen am Anfang. Das war's. Der konnte jetzt erstaunlich wenig ab. Ja, den kriege ich nicht mehr, den kriege ich nicht mehr. Das ist ein Offizier, der versucht zu entkommen. Oh, die starten Drohnen. Zu entkommen. Den kriegen wir allerdings noch.
down. Commander just killed Captain Dirk Tarnat. It was the main reason why the cruiser Inyo was deemed such a threat. Box 2, Box 2. Die ging aber ganz klar vorbei, aber mein Raketenalarm geht eben automatisch schon bei jeder Rakete. Endlich. Auch weg. Dann machen wir in der Mitte weiter. Versenken wir noch ein paar Schiffe. Das wir am liebsten mögen. Nein, ich will nicht zurück. Ach, ich wollte doch gar nicht zurück, aber ich bin eben über die Grenze geflogen. Strider 1, this is control. You take walks to well walk. You have to eat. Yeah, you don't have to tell me. Naja, dann haben wir wenigstens wieder volle Bombenladung. Ein Schiff weniger, glaube ich. Oder ich habe nur Nebenziele getroffen. Na, brauchst du Hilfe? Okay, jetzt wird's lustig. Das sind so eine spezielle Aufklärungsdrohnen, wo dann natürlich die Raketen landen. Wir brauchen dringend noch mehr Punkte. Gut, die Schiffe sind zerstört. Geht's jetzt weiter nach Norden. Wenn ich ihn denn jetzt hier krieg. Ja. Ja, diese Aufklärungsdrohne, die kann man natürlich auch zerstören, aber bringt eigentlich wenig, weil danach kommt sofort neue. Oh komm, Tisch ab. Und den kriege ich nicht mehr. Ja, noch 3-12. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Missile inbound, missile inbound.
Upsala. Oh Mann, nicht schon wieder zu mir. Hau ab. Ist das ätzend. Ich weiß nicht, wie ich an die Punktzahl jetzt noch rankommen soll. Das ist ein bisschen schwierig. Eine Minute und 16 noch. Detecting shell in flight. 10 seconds to contact. All hostile ships in the vicinity have been destroyed. Taking on this much. Oh, ich hab's natürlich nicht getroffen. Genau. Ich war eigentlich in der letzten Sekunde noch raus. Naja, 400.000 schaffe ich wahrscheinlich eh nicht. Nee, leider knapp nicht geschafft. Knapp. Aber ich weiß es auch nicht, was ich hätte anders machen sollen. Außer natürlich mich mehr anstrengen und mehr Ziele zu zerstören, aber... Ja. Aber von der Bewaffnung und von den Teilen her bin ich schon... richtig. Die AD-Tanks können später nervig werden. Jetzt ist der Alarm an. Gut, die AD-Tanks waren zum Glück noch nicht bemannt. Noch werden wir nicht beschossen. Trigger,
Jetzt aber. Boom! Damit sind alle Ziele dort zerstört. Oh. Ja, diesmal müssen wir einfach auch insgesamt ein bisschen schneller sein. Bisher sieht das eigentlich ganz gut aus. Sind auf jeden Fall schon mal deutlich schneller als beim letzten Mal. So. Wir haben jetzt schon über 10.000 Punkte. Ja, von der Brücke ist fies. Rechts von mir sind auf einmal Luftziele. Ah, da versucht ein Offizier zu kommen. Gut, das war's. Das habe ich durch Zufall gesehen, auf dem Radar. Ich dachte, du hast auf einmal ein Ziel. Gut, damit haben wir hier im Norden aufgeräumt. Dann fliegen wir weiter zu den nächsten Zielen. Containerboxen zu zerstören ist immer wichtig, wegen der nervigen Drohnen, da kommen die nämlich raus. Wow! Das war knapp. Das sind jetzt aber ganz schön viele Luftziele hier. Können schon viele. Viele Ziele. Aber das meiste sind wieder zusammenhängende Ziele von der LGS. Sure.
Boom. Ja. Habt ihr gesehen? Jetzt sind es wieder deutlich weniger Ziele. So ist das, wenn man mir von vorne begegnet. Das ist viele. Ich weiß gar nicht, wen ich zuerst beschießen soll. Oh, alle um mich rum. Zwei wollte ich jetzt gar nicht. Na, toll, zwei verschwendet. Ich komme nicht dazu, Bodenziele zu zerstören. Es geht einfach nicht. Jetzt ankommen, aber der ist schon über alle Berge. Den kriegen wir nicht mehr. Ach, ich wollte doch nur eine. Wieder eine Rakete verschwendet. Oh, ich habe ja noch 60. Ah, so langsam werden es weniger. Jetzt schieße ich hier schon wieder auf eine Drohne, zwei Rakete. Und jetzt wird es wieder lustig. Ihr wisst ja jetzt schon, was kommt. Wir brauchen dringend noch mehr Punkte. Deswegen fliegen wir jetzt mal zu den Schiffen. Oh, das ist schon sehr knapp. Jetzt kam ich mir vor wie ein Stucker. Kein Risiko eingehen. Scheiß auf eine Bombe. Flieg zurück. Gut, das überspringen wir. Wir starten natürlich wieder mit Bomben. Strider 1, this is Control Tower. Hostile has a lock. Bomben können doch wenigstens nicht so leicht in der Luft abgeschossen werden. Naja, sie können gar nicht abgeschossen werden.
Gegensatz zu... Ach. Zum Glück überlebt. Was? Nur 20% Schaden? Ich bin voll ins Wasser geflogen. Lol. Ich hab eigentlich tot gesehen. Nervt doch mal wen anders. Ich werde schon wieder genervt. Gut, damit haben wir endlich unsere Punktzahl erreicht, die wir benötigen. Ist das ätzend. Mann, geh weg. Schnell das auch ist, das Ziel. Wisst ihr, was das Problem ist, wenn man... wenn man durch so viele Wolken fliegt, man verliert die Orientierung. Man weiß nicht mehr so gut, wo oben und unten ist. Endlich. Completed the mission, but it's not done until you return home. Arrogant bastard. Stand by. Warning, two bogies inbound. Ach, da kam ja jetzt noch was. Unsere Freunde aus der letzten Mission. Strider 3 is hit. Zeit, das zu wenden mit den beiden. Ja, aber jetzt mehr in Wissens. Die fliegen sogar dieselbe Maschine wie wir. Und ich glaube, unsere Maschine ist ein bisschen mobiler. Man kann die aber auch nicht so leicht erfassen. Nicely done.
Autsch. These bats are so damn slippery. Prozent. Ich habe keine Flares mehr. Die haben aber sehr, sehr schnelle Raketen. Der war nicht richtig anvisiert. Werden wir wieder gestört, ja? Ja. Ah, der eine hat mich abgelenkt, der andere kam dann danach von vorne. Aber gut, wir haben ja einen Kontrollpunkt. I mean, not bad. Den habe ich jetzt blind getroffen. Ich hatte den nicht mehr richtig anvisiert. Kassiert er aber. Ja. Einer weniger. Jetzt dreht sie durch. Am roten Kreis. Versuchen Sie das von vorne. Ich kenne den Trick schon. Ihr seid nicht die Ersten, die das machen. Das war knapp. So geht's. Trigger,
wo ich meine Flares eingesetzt habe. Ziemlich erwischt. Ja, das ist sie. Was für ein Aufwand. Schade, verfehlt. Hittet ihr, aber nur mit MG. Was war das denn für eine Rakete? Ich denke mal noch zwei Treffer. Sonst sollte es gewesen. Ich krieg's nicht anvisiert. Das war's. Nee, das macht sie nicht. Dafür sieht sie zu Psycho. The Bat's blip has disappeared from our radar. At that altitude, it likely has crashed. Serves them right. Yes. The problem has been eliminated. Three strikes has removed all strangler erosion forces. Ja, und dich kriegen wir auch noch. Gut. I can almost touch the water. Eine schwierige Mission. Aber wie haben sie denn noch geschafft? Hey, chill. Stand down. Sit. Shit, my cola. The fleet at Anchorhead was eliminated, and we prevented the submarine from joining forces. The unidentified aircraft were shot down too. The mission was a complete success. Complete success, my ass. Brigadier General, it sure seemed to me like the Bats knew you pretty damn well. You seem to be confused. Report in for a medical check. We'll decide if you're still fit for service based on the examinations. Cut it! That's enough! Get the MP! He's right. Get the MP. Vice Chairman Edwards of the Joint Chiefs of Staff? The Alicorn slipped into Anchorhead Bay after the mission was completed, using the confusion for cover. It resupplied quickly and escaped unharmed. Their goal was not to join forces. It was to resupply using the window we created by chasing away the Erusian forces. We did their bidding, albeit unknowingly. But the problem runs deeper than our lack of tactical acumen. Analyst North,
Explain for us. Of the crew caught in the submarine accident, 330 men made it back alive. Of them, 300 are still in the sub today. Our intel has led us to believe that some or all of the 30 men who left the sub are now working as agents for the Alicorn. Sabotage, espionage, cyber propaganda, dissemination of false intel. Brigadier General, do you recognize the name Edgar Saxon, or Zool, as he used to go by? He is a former member of the Alicorn's crew, and your source of intel. You are a fool, Brigadier General Clemens. Not only that, the radio communications during the mission suggest you are a traitor. Sir, if you check with Lieutenant General Shepard, you'll understand that this is all just a misunderstanding. The Lieutenant General claims you were responsible for handling all aspects of the mission. Now, let me say that again. Get the MP. No need for that. Piece of shit. Gut. Also großer Streit um große Verwirrung. We've acquired important intel from the mission. For example, the shells from long-range anti-air fire came in on depressed trajectories. Look, the estimated energy output of the railgun is 500 megajoules at least. Fired at minimum energy trajectory, range is over 3,000. They hit a powerful rail cannon aside from their main guns. It's almost like Stonehenge. A mobile Stonehenge. And also, this. The Alicorn was in harbor at Anchorhead for approximately 10 minutes. They couldn't have loaded SLBMs. They loaded something smaller. Smaller? What is smaller and yet a powerful weapon? Tactical nukes. Close. The answer is tactical nuclear shells. Nuclear shells? No way. Hey, he got that question right. Nah, I missed the shell part. Quiet! They'll likely attack our bases on the East Coast. Their target's ORED, the OCN capital. They want a nuclear war? Here's a question. What's a situation where nuclear deterrence doesn't work? Quiz guy, I've had enough of this. Oh, only if terrorists have the nukes. Correct. Damn, Scald. Hey, I'm good at trivia games. But we're after an Arusian submarine, not terrorists. No, he's right. HQ tells me Arusia's justification is that the Alicorn mutiny. As such, the Arusian military cannot be held responsible for the submarine's actions. Damn. So they intend on dropping a nuke on the Ocean capital of ORED. Here's a question for you, analyst. Just exactly who are we fighting? Correct term is terrorist, or irregular military, but I have a different name for them. An enemy to be stopped at all costs. Correct. Einen neuen Spitznamen habe ich erhalten und damit bedanke ich mich für das Zuschauen und zur letzten DLC-Mission sehen wir uns dann im nächsten Part.